Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Wallraf-Richartz-Museums und Museum Ludwig. Mein Name ist Inge Schäfer und ich möchte Ihnen heute drei Werke meiner Lieblingskünstlerin Paula Modersohn-Becker vorstellen. Es handelt sich dabei um ein Selbstporträt, ein Landschaftsbild und ein kleinformatiges Bild von zwei Worpsweder Bauernkinder mit dem Titel »Das blinde Schwesterchen«. Sie sehen hier also das erblindete Kind in einem starken Kontrast zu dem sehenden Kind, das mit einem sehr wachen Blick aus dem Bild heraus den Betrachter anschaut. Und die große Schwester hat auch um die Kleine liebevoll den Arm gelegt, um sie zu beschützen, um ein Gefühl des Schutzes eben auszudrücken. Paula Modersohn-Becker möchte dabei die zwei Grundbefindlichkeiten darstellen, nämlich das Sehen und das Nicht-Sehen. Und sie verwendet auch bei diesem Porträt ihre Lieblingsfarben, nämlich die Erdtöne von Ocker, Beige, Braun, Rot bis zu Grün. Sie sehen auch, wie das Doppelporträt das Bild fast ausfüllt und sie nur im Hintergrund noch angedeutet eine Wiese, eine Landschaft in Grün wahrnehmen können. Die Kinder schauen sehr ernst, sie sind also nicht am Lächeln und das hängt auch mit dieser kargen Landschaft in Worpswede zusammen, in diesem Teufelsmoor, in dem die Menschen wirklich ein sehr hartes Leben hatten, das auch Rainer Maria Rilke in seiner Monographie über Worpswede 1903 beschreibt. Er sagt, das Lächeln der Mütter geht nicht auf die Kinder über, weil sie nie gelächelt haben. Und alle haben nur das eine Gesicht, das harte, angespannte Gesicht der Arbeit. Und auch die Herzen liegen bedrückt in ihren Körpern und können sich nicht entfalten. Für Paula Modersohn-Becker zeichnet das aus, dass sie sich dieser Welt auch widmet, dass sie diese Menschen porträtiert und dass sie sich auch mit diesen Menschen beschäftigt, mit ihrer Ernsthaftigkeit und mit ihrer Arbeit, mit ihrem Dasein in dieser harten Zeit. Bei Kritik und bei Publikum waren diese Bilder nicht beliebt und deswegen hat sie auch zu ihren Lebzeiten es immer schwer gehabt, ihre Bilder zu verkaufen. Paula Modersohn-Becker ist 1876 geboren. Sie hat in Berlin eine Ausbildung gemacht in einer privaten Malschule, weil Frauen damals an den öffentlichen Akademien noch nicht studieren konnten. Und sie hat dann vor 1900, ungefähr 1898, dieses kleine Dorf in der Nähe von Bremen entdeckt, sich hier ein Atelier eingerichtet und hier auch zu malen begonnen. 1901 hat sie dann dort geheiratet und zwar den damals schon arrivierten Landschaftsmaler Otto Modersohn und hat mit ihm dann in Worpswede gelebt und es ist hochinteressant, dass sie in ihrer Verlobungszeit und auch in ihrer ersten Zeit der Ehe gemeinsam gearbeitet haben. Es war ein gegenseitiges Nehmen und Geben und sie sich dann auch dem Lieblingsmetier ihres Mannes angeschlossen hat, nämlich der Landschaftsmalerei. Und das Museum Ludwig hat ein wunderschönes Landschaftsbild von Paula Modersohn-Becker, nämlich dieses Birken vor einer Scheune. Und wenn Sie dieses Bild genau betrachten, dann hat das einen ganz anderen Bildausschnitt, als Ihr Mann gemalt hat. Ihr Mann Otto Modersohn, der malte weite Landschaftsausblicke, während sie sich auf einen Gegenstand, auf ein Objekt fokussiert hat, das herausgegriffen hat. Und das ist in diesem Fall diese Scheune, die fast in der Mitte dieses Bildes positioniert ist. Und davor ein Weg, der mit Birken umsäumt ist, auch die Sonne drauf scheint, dahinter ein Stück Wald und dann auch noch dieser wunderbare Worpsweder Himmel, dieses Licht mit diesen ziehenden Wolken, das die Maler eben auch hierher gezogen hat. Ich habe noch entdeckt in der Literatur etwas über die Birken, denn Paula Modersohn-Becker war sehr naturverbunden, hat sich mit der Natur sehr beschäftigt
und hat nicht nur gemalt, sondern sie hat auch geschrieben. Und sie hat Texte geschrieben über Worpswede und da hat sie zum Beispiel Folgendes über die Birken zusammengefasst. Sie sagte, die Birken, das sind für sie die leichten, die zarten, die verführerischen jungen Frauen, die grazilen. Und einige dieser Birken wären schon wie kühne Männer mit einem geraden, mit einem starken Stamm. Und die nennt sie die modernen Frauen. Also sie sagt wirklich in dem Text, das sind meine modernen Frauen. Und in dem Sinn war diese Künstlerin auch eine moderne Frau. Denn sie ist in der Künstlerkolonie Worpswede diejenige gewesen, die sich weiterentwickelt hat, die weiteres in die Moderne gehen wollte und deswegen war sie dann auch teilweise sehr, sehr unglücklich in diesem Dorf, auch unglücklich in ihrer Ehe und sie ist schlussendlich dann 4-mal nach Paris gereist, um dort sich neue Eindrücke zu verschaffen, Inspirationsquellen zu verschaffen. Und sie hat im Louvre auch die Mumienporträts des alten Ägyptens entdeckt. Und diese Mumienporträts, die sind dann die Inspirationsquelle für ihre Selbstporträts geworden. Und da haben wir auch ein Selbstporträt aus dem Jahre 1906. Und sie hat sich hier vor einem monochromen blauen Hintergrund gemalt. Das Gesicht ist streng und knapp gefasst. Das zentrale Merkmal sind ihre Augen. Das Sehen ist das Wichtigste bei einer Künstlerin und sie wirkt ruhig, aufmerksam, in sich gekehrt. Und Sie können hier auch keine effekthaschenden Züge entdecken. Sie macht auch keine linearen Ausführungen, sondern sie gestaltet dieses Gesicht plastisch mit unterschiedlichen Farben wie Ockertönen, Rottönen, Brauntönen. Und interessant ist auch, wie sie das Dekolleté und den Hals gestaltet. Das ist eine einzige ockerfarbene Fläche, die sie durchzieht, auch die Farbe fast pastos aufbringt. Das Kleid mit roten Punkten, die sich wieder in den Lippen finden. Und die Bernsteinkette, das einzige Schmuckstück, das aber natürlich auch wieder auf die Vergänglichkeit hinweist und die sie auch sehr gerne getragen hat. Dieses Selbstbildnis ist in ihrer größten Krise ihres Lebens entstanden. Sie war gerade in Paris, sie war einsam, sie war unglücklich, sie hatte kein Geld, sie war auf die finanziellen Zuwendungen ihres Mannes angewiesen. Und sie hat überlegt, sich von ihrem Mann zu trennen. Aber sie hat es dann nicht getan, wahrscheinlich weil sie finanziell von ihm abhängig war und hat beschlossen, nach Worpswede wieder zurückzugehen. 1907 hat sie dort ihr Kind geboren und ist einige Wochen nach der Geburt an einer Embolie mit 31 Jahren gestorben. Ein tragischer früher Tod und wenn man auf ihr Leben zurückblickt, dann ist es eben auch die Tragik, dass sie nicht anerkannt war, solange sie gelebt hat, dass ihre Kunst nicht nachgefragt war, sondern dass das erst nach ihrem Tod sie zu einer nationalen und internationalen Anerkennung fand. Und sie ist im Grunde genommen heute eine der Wegbereiterinnen des deutschen Expressionismus.